Hallo, hier ist Nadine von Aquasoft und in diesem Video soll es darum gehen, wie man in normale Fotos eine Illusion von 3D bringt, wie zum Beispiel ein Tunneleffekt oder eine Wölbung. Das alles funktioniert über den Displacement-Effekt. Und das Ganze ist eine perfekte Methode, um bei dem Betrachter mal ein Gefühl von, habe ich das jetzt wirklich gesehen, auszulösen. Und obwohl es diesen Effekt auch in DxO Ultimate gibt, gehe ich jetzt in diesem Video nur auf die Funktionsweise in Stages ein, da hier die Einstellung über Kurven sehr viel mehr Möglichkeiten bringt. Wie man schon im Beispiel sieht, gibt es zwei Arten von Fotos, bei denen der Effekt ganz besonders gut aussieht, nämlich bei Nahaufnahmen im Makrobereich, bei denen das Motiv mittig ausgerichtet ist, hier ist eine Wölbung oft passend, oder bei reduzierten Landschaftsaufnahmen, die nicht schräg aufgenommen sind. Und hier passt meist ein Tunnel. Aber wo bekommen wir jetzt eigentlich die Illusion der Wölbung oder des Tunnels ins Foto? Dazu brauchen wir etwas, das beschreibt, wo das Foto sich verändern soll und wie stark diese Veränderung sein soll. Das, was wir brauchen, ist eine sogenannte Displacement Map. Unsere Displacement Map muss noch mit dem Foto, auf das sie sich auswirken soll, verbunden werden. Und das geschieht durch den Displacement-Effekt, der in der Toolbox zu finden ist. Der Effekt kann einfach auf das betreffende Foto gezogen werden und das Foto selbst, das sollte bildschirmfüllend sein und ohne Einblendung angezeigt werden. Ja, und wie sage ich jetzt dem Bild, dass es sich wölben oder beugen soll? Also diese Worte fielen ja schon vorher, Wölbung, Tunnel. Und im Beispiel am Anfang haben wir auch so eine Art 3D-Effekt schon erkannt. Aber wie muss jetzt die Displacement Map eigentlich aussehen? Das schauen wir uns mal genauer an. Die Nahaufnahme der Biene hier scheint sich im Videobeispiel leicht zu bewegen. Und es wirkt fast so, als würde sich die Kamera leicht um sie herum bewegen. Durch den Displacement-Effekt hat das Bienenfoto die Illusion einer Wölbung erhalten. Die Displacement Map beschreibt diese Wölbung. Je heller ein Bereich in der Displacement Map ist, desto näher scheint der Bildbereich zu sein. Und je dunkler ein Bereich in der Displacement Map ist, desto weniger wird das Foto dort verzerrt und der Bildbereich erscheint ferner. Schwarz löst keine Änderung im Foto aus und alles bleibt wie es ist. In Stages 11 lässt sich die Displacement Map ganz einfach erzeugen. Und zwar geht das über die dynamischen Formen. Das ist jetzt ideal für alle, die keine Drittsoftware benutzen möchten und einfach schnell ein Ergebnis haben wollen. Der Displacement-Effekt, in dem unser Foto jetzt schon liegt, hat auch einen Bereich für diese Displacement-Map. Noch ziehen wir aber diese dynamische Form nicht hierher, sondern wir legen sie erst einmal außerhalb ab. Denn so ist es jetzt für uns besser sichtbar, was wir gleich einstellen werden. Unter Eigenschaften kann man für die dynamische Form auch einen Verlauf wählen. Und für unsere Tunnel- oder Wölbung-Animation benötigen wir den kreisförmigen Verlauf. Soll die Bildmitte nach vorne treten, muss die Mitte des Verlaufs weiß sein und der äußere Bereich schwarz. Soll die Bildmitte ferner erscheinen, muss der Verlauf in der Mitte schwarz und außen weiß sein. Und je nachdem, wie weich der Übergang des Verlaufs ist, wird sich auch der Effekt bemerkbar machen. Deshalb ist zum Anfang ein weicher Rand meist besser. Der Kreis sollte sich jetzt ungefähr dort befinden, wo auch das Bildmotiv platziert ist. Die Position und die Größe des Kreises kann ich dann über die Schieber bestimmen. Ist der Verlauf fertig eingestellt, können wir ihn jetzt als Displacement Map verwenden und in den Effekt ziehen. Jetzt kommt die Bewegung ins Spiel. Es gibt jetzt zwei Wege, die Bewegung ins Bild zu bringen. Einmal über die Kurven in den Einstellungen des ganzen Displacement-Effektes oder über die dynamische Form, indem wir die Skalierung über eine Kurve ändern. Fangen wir mal an, die Einstellungen direkt im Displacement-Effekt zu bearbeiten. Hier gibt es vier Schieberegler, aber wir widmen uns jetzt denen, die die Verschiebung horizontal und vertikal beeinflussen. Um die Auswirkung einschätzen zu können, bewegen wir die Schieber hier nur ganz zaghaft, wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Im Layout-Designer zeigen sich dann meist schon die Auswirkungen und wenn der Schieber zu stark verändert wird, wird der Effekt auch schnell grotesk. Haben wir einen Wert gefunden, der gut passt,
legen wir über die Kurve fest, wie sich dieser Wert im Laufe der Zeit ändern soll. Die Kurve kann man festlegen, indem man auf das Kurvensymbol unter Eigenschaften klickt. Ich verwende gern den gefundenen Wert und lasse die Kurve dann bis zu dessen Negativ laufen, also zum Beispiel von 3,2% zu minus 3,2%. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn wir die Skalierung des Verlaufs, also die Größe des Kreises im kreisförmigen Verlauf, ändern. Wir gehen zurück in die dynamische Form. Der Wert für die Skalierung lässt sich hier nämlich auch wunderbar über die Zeit verändern, wenn wir eine Kurve einsetzen. Wie sich das dann auf das Foto auswirkt, kann man ebenfalls schon im Layout-Designer beobachten, wenn man den Wert über den Schieber verändert. Auch hier wähle ich einen passenden Wert und dessen Negativ und lege so die Veränderung über die Zeit fest. Ja, wir haben jetzt schon eine Illusion von 3D für das Foto geschaffen. Man könnte jetzt noch Verfeinerungen einfügen und den Effekt in eine Flexi-Collage einfügen, um einen sanften Kameraschwenk darüber zu legen. Oder man könnte einen Weichzeichner-Effekt einsetzen, der ganz zu Beginn das Bild unscharf erscheinen lässt. Egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß beim Nachmachen. Gebt mir doch mal gerne eine Rückmeldung, ob die Anleitung für euch zu kompliziert oder gerade richtig war. Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, ob ihr diesen Effekt für eure Fotos einsetzen könnt. Nicht vergessen, wenn das Video nützlich war, freue ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gern unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.